willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Oder wäre da eben auch Ähnliches denkbar? Die Dänen sind jetzt da vorangegangen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Außenministerin sich gerade zum Auftakt des Rats für Außenbeziehungen noch einmal zum Tod von Alexei Nawalny geäußert hat. Und ich möchte Ihnen ankündigen, dass die Bundesregierung das Auswärtige Amt heute den russischen Botschafter einbestellt. Die politisch motivierten Verfahren gegen Alexei Nawalny sowie gegen zahlreiche weitere Kritiker der russischen Regierung und die unmenschlichen Haftbedingungen zeigen, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht, mit welchen Mitteln Präsident Putin Meinungsfreiheit in Russland unterdrückt. Die Ukraine abgeben würde. Bettina Drachtrup, dpa. Guten Morgen. Ich habe eine Frage an Herrn Hebel. Wir verurteilen dies auf aller Schärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten. Besonders seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wird das Vorgehen von Staatspräsident Putin gegen die eigene Zivilbevölkerung immer unerbitterlicher. So versucht er, seine eigene Bevölkerung mundtot zu machen. Es ist erschütternd, dass in Russland Menschen bei der Niederlegung von Blumen für den getöteten Alexei Nawalny verhaftet werden. Über 380 in 39 Städten allein am Wochenende. Unser Respekt gilt allen mutigen Menschen in Russland, die sich trotz schärfster Repressionen für Demokratie und Freiheit einsetzen.